Sehr geehrter Stadtordnungsvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Der Rüstungskonzern Rheinmetall beabsichtigt, seine Teststrecke am Kasseler Werk Mittelfeld zu erweitern. Und während unser Antrag Corona-bedingt einige Monate auf Halde lag, hat das Regierungspräsidium diesen Wunsch inzwischen auch stattgefunden. Für uns ändert dieser Umstand jedoch nichts daran, dass dieses Vorhaben, ungeachtet der formalen Nichtzuständigkeit der Kasseler Stadtverordnetenversammlung, aus unserer Sicht höchst kritikwürdig ist. Schon deshalb, weil es schlaglichtartig einen der blinden Flecken der industriellen Entwicklung Kassels beleuchtet. Rheinmetall ist der größte deutsche Rüstungskonzern und als solcher ein aktiver Motor in einem zerstörerischen Räderwerk von Ausbeutung und Krieg. Die Hauptabsatzmärkte sind neben den NATO-Armeen logischerweise Spannungs-, Krisen- und Kriegsgebiete wie der Nahe und Mittlere Osten sowie Nordafrika. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit wurden deutsche Leopardpanzer bei dem völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei auf die Region Afrin und Nordsyrien im Januar 2018 eingesetzt und Kanonen und Munition für den Leopard kommen aus dem Hause Rheinmetall. Dasselbe gilt auch für die Invasion in Rojava durch die türkische Armee und mit ihr verbündete Dschihadistenmilizen im November, Dezember 2019, bei der nachweislich Rüstungsmaterial von Rheinmetall zum Einsatz kam. Und dabei ist auch der hoffnungsvolle Aufbau einer basisdemokratischen, ökologischen und geschlechterbefreiten Gesellschaft in Gefahr. Rheinmetall umgeht deutsche Rüstungsexportrichtlinien mit Munitionsproduktionsstätten in Südafrika und Italien. Auch am Bürgerkrieg in Jemen verdient dieser Konzern prächtig, unter anderem durch ein Joint Venture mit der staatlichen saudi-arabischen Rüstungsholding SAEMI. Eine Gruppe von Menschenrechtsanwälten hat im letzten Dezember eine Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen deutsche Rüstungsunternehmen und Politiker erstattet. Der Vorwurf lautet Beihilfe zu Kriegsverbrechen, indem sie Waffen an Saudi-Arabien und dessen Verbündete im Jemenkrieg liefern. Niemand könne behaupten, so heißt es in dieser Anzeige, welche Gräuel mit den Waffen verübt würden. Das European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin gemeinsam mit 5 Menschenrechtsorganisationen eingereicht hat. Schon seit 2015 ist in Berichten etwa von Human Rights Watch oder dem UN-Menschenrechtsrat zu lesen, die von saudi-arabischen Streitkräften in Jemen Schulen, Krankenhäuser und Wohngebäude bombardiert werden. Wer dennoch weiter liefert, der nimmt solche Verbrechen zumindest billigend in Kauf. Die Strafanzeige richtet sich vor allem gegen Rheinmetall, dessen Bomben in jedem Krieg zum Einsatz kommen. Nun gilt ja im Völkerstrafrecht der Grundsatz, dass man sich auch strafbar macht, wenn man andere Personen bei der Begehung von Völkerrechtsverbrechen unterstützt, indem man die Werkzeuge hierfür zur Verfügung stellt. Dieses Konzept muss auch auf die Verantwortlichen in großen Rüstungskonzernen angewendet werden. Und zumindest gilt auch für die Mitglieder der Kasseler Stadtversammlung, dem kommunalen Parlament jener Stadt, von der für Tausende von Menschen von Libyen über Nordsyrien bis in Jemen mit diesen Kriegswaffen Tod und Elend ausgehen. Wer schweigt, stimmt zu. Wer sich über tausende Arbeitsplätze bei Rheinmetall in Kassel freut und deshalb über die destruktiven und menschenverachtenden Folgen der riesigen Kriegsproduktion nicht reden will, trägt mehr als nur ein Quäntchen Schuld daran, dass Mord und Verwüstung weiterhin von hier in die Welt tragen. Es gibt eine lange Tradition der Kasseler Stadtverordnetenversammlung, auch zu politischen Fragestellungen zu beziehen, die nicht unmittelbar in den Zuständigkeitsbereich der STAFO fallen. So ist Kassel etwa zur atomwaffenfreien Zone erklärt worden und die Stadt Kassel ist im letzten Jahr dem ICAN-Städteappell beigetreten. Nicht zuletzt, sehr an dieser Stelle auch nochmal daran erinnert, dass die Stadtverordnetenversammlung sich bereits im Juli 2014 in einer Resolution gegen die geplante Lieferung von Panzern nach Algerien und die Beteiligung von deutschen Firmen auf einer Panzerfabrik in Algerien ausgesprochen und die Bundesregierung aufgefordert hat, die entsprechende Genehmigung nach § 7 des Kriegswaffenkontrollgesetzes zu widerrufen. Die Firma, um die es dabei ging, war Rheinmetall. Es wäre angezeigt, sich auch dort zu positionieren, wo unmittelbar lokale ökonomische Interessen im Spiel sind und ein Konzern wie Rheinmetall, der seine Profite mit dem Export tödlicher Kriegswaffen an Verbrecherregime macht, kann nicht ernsthaft erwarten, dass seine Aktivitäten nicht immer wieder auch ein kritisches Echo in Bevölkerung und Kommunalpolitik spricht. Die Kasseler Rüstungsproduktion als solche gehört auf den Prüfstand. Rüstungskonversion ist das Gebot der Vernunft.
In der hessischen Verfassung heißt es in Artikel 69, Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit des Völkerverständigen, der Krieg ist geendet. Herr Keschmann, Ihre Redezeit ist jetzt zu Ende. Den Satz noch zu Ende. Und jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist Verfassungswidrig. Und wer will, dass dies kein Lippenbekenntnis ist, der kann und sollte unserem Antrag zustimmen. Danke. Herr Keschmann.